Liebe Zuschauer, es ist wieder Zeit für Zertifikate aktuell und in den nächsten Minuten werden wir uns mal über das ein oder andere Währungspaar unterhalten. Wir haben ja den Euro schon ordentlich steigen sehen, jetzt wieder mal auf ein 14-Monats-Hoch, also deutlich über der Marke von einem Dollar 14, wie es jetzt weitergeht und natürlich auch, wie Sie jetzt mit Zertifikaten von den Währungspaaren profitieren können. Darüber spreche ich jetzt mit Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Klar. Herr Blumenroth, ich muss Sie jetzt natürlich darauf ansprechen, wir hatten schon das häufige uns über das Währungspaar Euro-Dollar unterhalten. Und ich weiß noch, Anfang des Jahres sagten die Analysten der Deutschen Bank, na ja, die Parität, die ist eben nicht mehr allzu weit entfernt, beziehungsweise sie wurde erwartet. Und jetzt wurden die Prognosen gedreht. Einmal um 180 Grad, sagten sie schon vor der Sendung. Man geht nämlich jetzt davon aus, dass der Euro weiter steigt. Also bis Ende des Jahres 2017 auf 1,17 Dollar und dann in den Folgejahren sogar bis auf 1,20 Dollar. Heißt das, man geht jetzt auch von schneller steigenden Zinsen aus von Seiten der EZB? Ja, tendenziell schon. Wobei die Zinsen, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so das Problem sind, warum unsere Kollegen jetzt so ihren Ausblick so stark geändert haben. Ich glaube, Anfang des Jahres waren sie sogar noch bei 0,95 fürs Jahresende. Da waren sie aber auch in bester Gesellschaft mit anderen Banken. Das war ein allgemeiner Ausblick, den die Banken so hatten. Wir erinnern uns ja auch, am Anfang Januar haben wir bei 1,0340 gestanden. Wir waren also schon Richtung Parität unterwegs. Aber es hat sich einiges getan im letzten halben Jahr. Wie Sie auch sagten, natürlich die Zinsen sind ein Thema. Das hatten wir auch letzte Woche schon mal kurz angesprochen gehabt. Der Mario Draghi hat ja für ein bisschen Verwirrung an den Märkten gesorgt. Er war erst bei der nach der letzten EZB im Pressekonferenz. Hat er weiterhin den Eindruck gemacht, dass Zinserhöhungen so ein Thema für das nächste Jahrtausend vielleicht wären, dass sie also weit, weit weg wären. Hat dann aber bei dieser EZB-Konferenz in Sintra Hinweise gegeben, dass die EZB doch einem Gesinnungswandel unterliegen könnte, zusammen mit vielen anderen Zentralbanken auch. Und der Markt preist jetzt, er hat überhaupt keine Zinserhöhung eingepreist bis 2019. Wir haben jetzt für nächstes Jahr zwei Mini-Zinserhöhungen, die Märkte momentan einpreisen. Und zwar, wir haben ja diesen negativen Einlagenzinssatz von minus 0,40. Und der Markt erwartet momentan, dass dieser zweimal um 10 Basispunkte angehoben wird. Würde bedeuten, Ende 2018 hätten wir jetzt einen Einlagenzinssatz von minus 0,20. Mhm. Ist auch noch immer negativ und nicht so richtig schön für gerade für uns Banken, weil wir den ja bezahlen müssen. Ja. Aber es wäre halt zumindest mal ein Gesinnungswandel. Und vielleicht noch kurz die andere Seite der Medaille ist natürlich auch die US-Notenbank. Die fabuliert zwar fleißig weiter davon, dass sie in diesem Jahr noch einmal die Zinsen erhöht und nächstes Jahr dreimal möchte die FED die Zinsen erhöhen. Aber die Märkte preisen bis Ende nächsten Jahres nur so 1,5 Zinserhöhungen ein. Also viele Marktteilnehmer vermuten, dass die US-Notenbank jetzt erstmal den Fuß vom Gaspedal wieder runternehmen wird und dass die US-Notenbank eigentlich schon relativ nahe in der Nähe ihres Endzinssatzes ist. Also der Markt erwartet bei 1,50 oder so ist dann eh Schluss. Mhm. Und das bedeutet, die Fantasie in den USA geht raus, in Europa kommt sie rein und das hat unsere Kollegen dann veranlasst, ihren Ausblick zu ändern. Ein ganz anderes Bild sehen wir ja derzeit in Japan, denn die japanische Notenbank möchte natürlich weiter die eigene Währung, den Yen, niedrig halten. Hier hat man natürlich den Deckel, den Cap auf den Zinsen auch drauf. Hier hat man nämlich bei den Zinsen derzeit das Cap bei 0,0% und bei den 10-jährigen Staatsanleihen bei 0,1%. Die Auswirkungen sind relativ einfach erklärt. Heißt, der Yen bleibt niedrig, das möchte Japan ja auch gerne. Wieso kann sich Japan das leisten? Denn auch hier sind die Konjunkturdaten ja nicht miserabel, den Zinsen so niedrig zu halten. Ja, bei Japan ist es eher so, Japan hat recht wenig Auslandsverschuldung. Die Verschuldung ist quasi nur im Japan selbst, im Inland. Die ganzen japanischen Staatsanleihen werden gehalten von zum Beispiel dem Postpensionsfonds. Ist also eine Verschuldung, die nicht unbedingt ins Ausland geht. Und auch die Schuldenquote Japan selbst ist gigantisch hoch. Da würden alle anderen, da wäre in der Eurozone, wäre da die Hölle los, wenn auch ein Land nur annähernd in die Höhe dieses Schuldenstandes käme. Aber die japanische Notenbank kann darüber streiten, ob das Sinn ergibt oder nicht. Die versuchen wir jetzt seit Jahren schon und so richtig klappen tut das Ganze ja nicht. Gerade letzte Woche hat die japanische Notenbank gesagt, alle 10-Jahres-Staatsanleihen, die es in Japan gibt, von der japanischen Regierung ausgegeben, kaufen wir unbegrenzt an, höchstens zu einem Zinssatz von 0,11, also bei 0,10 ist oben der Deckel drauf. Mhm.
ist es ein bisschen schwierig, die Situation, weil ich denke, die japanische Notenbank ist momentan die einzige, die sich nicht in diesen Reigen einreiht, die Zinsen, diesen Zinsschwenk zu machen. Die USA haben gemacht, Großbritannien redet zumindest drüber, Kanada ist auf dem Weg, das zu machen. Die EZB, haben wir eben gehört, überlegt das zumindest auch wenn es sehr, sehr langsam vor sich geht. Bedeutet tendenziell eigentlich, die japanische Yen muss abwerten, weil die Zinsen, die Zinsdifferenz zwischen Japan, der Eurozone, zwischen Japan, Australien, Kanada und so weiter immer weiter zunimmt. Bedeutet, es gibt, sagen wir, fundamental gesehen oder ökonomisch betrachtet, gäbe es keine Gründe dafür, dass der Yen momentan zulegen sollte. Herr Blumenroth, Sie haben uns heute zwei Produkte mitgebracht, auf die wir gleich schauen. Vorab möchte ich aber erst mal darüber sprechen. Die sind etwas ungewöhnlich. Zumindest haben wir beide im Interview uns noch nicht über ein solches Produkt unterhalten. Es ist so ein bisschen wie der Elefant im Porzellanladen. Nur gucken, nicht anschauen. Die Produkte sind sogenannte No-Touch-Produkte. Bei No-Touch denke ich als allererstes, es dürfen Barrieren nicht berührt werden. Und das erinnert natürlich dann an die sogenannten Inliner-Produkte. Wo ist denn der Unterschied? Genau, die Inliner, das erklärt den Unterschied eigentlich noch einfacher. Die hießen früher Double No Touch, bis wir uns mit den anderen Banken darauf geeinigt haben, dass wir das mal vereinheitlichen. Das erklärt der Name dann schon ein bisschen. No Touch ist nur auf einer Seite. Wir haben also entweder die Oberseite oder die Unterseite. Wir haben eine Barriere. Diese Barriere darf nicht berührt werden oder nach oben überschritten, nach unten unterschritten werden. Ansonsten würde der Schein nahezu wertlos verfallen. Mhm. Das Prinzip ist das ähnliche wie bei den Inlinern. Bei den Inlinern gibt es halt zwei Barrieren, eine oben, eine unten. Der Anleger kauft den Schein für einen bestimmten Eurobetrag, der unter 10 Euro pro Schein ist. Also von mir aus sagen wir mal 8 Euro pro Schein. Und am Laufzeitende, was meistens recht kurzfristig ist, Laufzeiten sind 1 bis 3 Monate, erhält der Anleger 10 Euro pro Schein zurück. Mhm. Aber nur unter der Voraussetzung, wie gesagt, dass die Barriere nicht berührt oder über oder unterschritten wurde. Jetzt wollen wir uns das natürlich auch an den Beispielen mal anschauen, die wir gerade schon besprochen hatten. Wir starten erstmal mit dem Währungspaar Euro-Dollar. Wir haben hier ein Chartbild von einem Jahr und wir sehen natürlich, klar, der Euro hat gerade letztes Jahr im Dezember ordentlich nachgegeben. Wir sind jetzt wieder am Steigen über die Marke von $1.14 zeitweise. Geht das so weiter? Ich weiß, Sie hatten schon gesagt, die Analysten gehen davon aus, $1.16, $1.17 bis Jahresende. Das wäre natürlich ein heftiger Sprung, gerade für den Devisenmarkt, weil man da ja die ganz großen Sprünge eigentlich nicht in so kurzer Zeit sieht, oder? Ja, definitiv. Wir sehen also, die Bewegung ist schon überraschend stark. Der Euro-Dollar hat, glaube ich, mehr bewegt als der Standard & Poor's Index in diesem Jahr. Das ist sehr ungewöhnlich, weil gerade die großen Währungen meistens in sehr bescheidenen Handelsspannen unterwegs sind. Aber jetzt, wenn man Charttechniker wäre, könnte man wahrscheinlich auch eine schöne Linie einzeichnen. Es sieht so ein bisschen nach einem Aufwärtstrend auf, vom Dezember aus. Genau. So? Ja, so um der Kante rum. Genau. So, das ist schon einigermaßen fast gut. Fast schon gut, ne? Aber das zeigt ja, da gibt noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Mhm. Große Hürde könnte die 1,15 sein, weil wenn wir das Chart noch weiter zurück hätten, da haben wir immer mal so ein bisschen gebremst oben. Wir sind, glaube ich, August 2015 sind wir einmal kurz drüber gehüpft, als diese China-Abwertungssache gekommen ist. Ja. Ansonsten waren wir mehr oder weniger, wenn man auf diesen kleinen Schwenk unten auch abstrahiert, 1,05, 1,15, 2,5 Jahre jetzt die Range gewesen. Mhm. Könnte also sein, dass wir uns hier jetzt erstmal ein bisschen schwer tun. Wir haben jetzt auch einen großen Weg zurückgelegt. Kann auch sein, dass die USA uns überraschen und doch da ein bisschen aggressiver zu Werk gehen, dass Donald Trump eine Riesensteuerreform liefert. Also die Luft wird hier ein bisschen dünner, aber generell die Analysten erwarten steigende Kurse. Bedeutet, falls die Analysten recht haben sollten, dass ein Anleger wahrscheinlich besser damit fahren würde, wenn er sich einen No-Touch auf der Unterseite kaufen würde, weil er dann ja nicht gefährdet wäre, wenn der Euro weiter steigt. Viel Theorie, kommen wir zur Praxis, nämlich genau. Zum eigentlichen Produkt. Sie haben uns nämlich einen gerade schon besprochenen No-Touch-Optionsschein auf das Währungspaar Euro-Dollar mitgebracht. Und Sie sagten gerade eben schon, im Gegensatz zum Inliner gibt es nur eine Barriere, die nicht gerissen oder eben durchbrochen werden darf. Und die sehen wir jetzt bei $1.11. Also unter $1.11 hat man im Prinzip gar nichts mehr. Da ist so gut wie alles weg, bis auf einen kleinen Restbetrag, ein Zehntel Cent aus steuerlichen Gründen. Aber wir sehen, die Laufzeit sind auch nur 3 Wochen knapp. Das ist, glaube ich, der Freitag, der 4. August. Mhm, genau. Bedeutet, die Laufzeit ist jetzt überschaubar. Wir sind bei 1,1450 jetzt gerade, wo wir hier miteinander sprechen. Das Risiko ist natürlich da, das darf man nicht vernachlässigen, dass das Risiko da wäre, dass irgendein Ereignis kommt, was den Euro-Dollar, was diesen Trend aus der Bahn werfen könnte. Aber der Anleger hätte jetzt die Chance, theoretisch betrachtet, innerhalb dieser kurzen Laufzeit eine Rendite von fast 5% zu machen. Mhm. Und wie gesagt, das Risiko ist eindeutig natürlich, dass diese Barriere jetzt nicht so weit weg ist, sondern dass der Anleger halt das Risiko hat, dass diese Barriere immer noch berührt und unterschritten werden kann.
Die müsste er eben jetzt knappe 3 Wochen durchstehen, aussitzen. Wir schauen uns aber auch noch mal, was wir gerade eben auch schon besprochen hatten, das Währungspaar vom Dollar zum japanischen Yen an. Und hier sehen wir jetzt, dass wir momentan auch auf einem relativ hohen Niveau sind für den Dollar. Genau, sehr richtig. Sieht man es auch, man sieht es auch hinten, schön haben Sie es ja da aufgeführt, +11% hat er zugelegt, der Dollar gegen den Yen. Genau, gerade in der letzten Zeit, man sieht jetzt seit hier hat der Yen deutlich nachgegeben, hier ist die Fantasie reingekommen von der US-Notenbank, dass die Zinsen in diesem Jahr deutlich erhöhen. Sie haben auch zweimal zur Tat geschritten. Ja, nicht so schnell reden. Wir haben Ende März und im Juni haben sie zweimal erhöht. Aber jetzt allmählich, wie eben schon gesagt, die Fantasie geht so ein bisschen raus aus der US-Notenbank. Aber die japanische Notenbank wird bestimmt erstmal gar nichts tun. Und das auf längere Zeit. Also wir erwarten für die nächsten 3 Jahre, dass in Japan in Zinsen nichts tut. Also wirklich gar nichts. Mhm. Da sollte die Fed schon ein bisschen aggressiver sein, als überhaupt nichts zu tun. Und deswegen ist es zumindest unter den ökonomischen Gesichtspunkten spricht viel dafür, dass der Yen eher weiter abschwächt, als dass er steigen würde. Und hier muss ich noch ganz kurz sagen, Sie haben es am Anfang schon zu Recht gesagt, je höher dieser Kurs ist, desto stärker ist der Dollar gegen den Yen. Und wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, Herr Blumroth, müsste die Barriere beim jetzigen No-Touch-Produkt ganz deutlich über dem Niveau des japanischen Yens aktuell sein, richtig? Ja, genau, über dem Niveau, beziehungsweise jetzt unter dem Dollar-Yen-Preis, andersrum ausgedrückt, aber es müsste über dem Niveau sein. Wir sind momentan dann schon ein ordentliches Stück weit entfernt bei 109 Yen pro Dollar. Wir sind bei 113, 114, ist gut, ist nicht so weit weg. Hier muss ich auch dazu sagen, wir haben eine Laufzeit, die ein bisschen länger ist. Also die geht schon über die Sommerpausen weg bis 1. September. Ist dann auch wieder ein Wochenende, kurz vorm Wochenende. Hier ist die Rendite natürlich höher, ungefähr der aktuelle Offer bei 9,0506 herum. Die maximale Rendite 10% über die Laufzeit bis zum September. Aber wir haben genau das gleiche Risiko. Wird diese Barriere berührt oder unterschritten, dann verfällt der Schein nahezu wertlos. Es könnte für einen Anleger ganz zum Schluss vielleicht noch auch sinnvoll sein, diesen Schein auch vor Verfall zu verkaufen. Das Positive für einen Anleger an diesem Schein ist auch, er verdient am Zeitwertverfall. Also je länger die Zeit fortschreitet, desto günstiger ist es für einen Anleger. Sagt Michael Blumroth. Vielen herzlichen Dank für die Vorstellung der Produkte und der Devisen. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, es gibt 2 Möglichkeiten, zumindest in dieser Zertifikate aktuell Sendung. Sie können natürlich ein Produkt wählen auf den Dollar zum Yen oder auf den Euro zum US-Dollar. Sie haben es gesehen, bei beiden bekommen Sie wesentlich mehr heraus, als jetzt die marktüblichen Zinsen hergeben. Und alles Wichtige erfahren Sie natürlich wie immer bei uns. Bis zum nächsten Mal.